Wir werden jetzt erstmal pennen. Und dann sehen wir weiter. Und morgen wissen wir mehr. Ich hoffe es zumindest. Wo ist nur mein Optimismus hin? Er ist definitiv nicht mehr anwesend. Wir frühstücken nochmal. Henkers Mahlzeit und so. So, Momentchen mal. Wir essen jetzt das hier, damit uns schön warm ist. Und wir werden jetzt rausgehen und werden uns jetzt diesen Bären stellen. Habe ich eigentlich schon. Ich habe schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, dass ich in diesem Spiel nichts mehr fürchte, als Bären zu jagen. Das ist denn meine Nemesisse. Aber so richtig. So, auf die heiße Suppe nochmal ein kaltes Wasser. Damit es auch mit der Temperatur auch ja nicht funktioniert. Naja, hat uns mal Munition gegeben. Wie viel haben wir denn jetzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall scheint die Knarre jetzt einmal voll zu sein. Schön. Wieder rein. Nein! Um Gottes Willen, warum? Oh Mann. Ich hätte einfach wieder umdrehen sollen, glaube ich. Ist das Teil der Story? Au. 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 Ich kann gar nicht genug Au sagen. Wir sind gar nicht so schwer verletzt, wie ich gedacht habe. Ich habe es mit mehr gerechnet. Erstmal das Antiseptikum auftragen. Und verbinden. Geht's uns jetzt wieder gut? Ja, so gut es halt gehen kann. Klamotten haben, so wie es aussieht, nur wenig Schaden davon getragen. Ich möchte behaupten, er war nah genug für zwischen die Augen und so, ne? Dinge, die ich jetzt definitiv nicht brauche. So, warte mal, jetzt gehe ich mal in die Hocke ganz, ganz kurz. Was behauptet denn das Spiel, was ich jetzt tun sollte? Ha, Bärenbegegnungen. 6. Cool. Oder auch nicht. Ich trinke nochmal was, dann kriegen wir nämlich eine verbesserte Heilung. Jetzt keine Ahnung, wo der Bär hin ist. Er blutet auf jeden Fall. Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Er sollte ja eigentlich wegrennen und uns nicht eine aufs Fell brennen. Wir sollten ihm eine aufs Fell brennen. Also, wie es aussieht, haben wir jetzt auch unendlich viel Munition. Denn ich habe keine Munition mehr irgendwie in der Tasche, aber ich kann nachladen. Oh mein Gott, ey. Da ist er lang. Ich wünsche mir echt, also ich wünsche mir echt, dass es zu meinen Bedingungen laufen würde. Das war gerade eben gar nicht zu meinen Bedingungen. Kein bisschen. Ah, Spiel speichert, wie schön. Ist ja gar nicht so, dass ich da nervös werde. Da unten läuft er. Warte mal, das Loot. Oh oh.
Boah, fuck! Schon wieder! Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gesund ist. Boah! Ich hoffe, das gilt als Bärenbegegnung. Leiden, Blutverlust, Infektionsrisiko, ja, ich hab's begriffen. Da liegt wieder unsere Knifte. Da liegt auch unser Verband. Den wir jetzt echt gerne brauchen. Boah. Ich habe keinen weiteren Verband. Ganz im Ernst, ich bin nicht so begeistert davon, jetzt hier direkt weiterzumachen. Er ist da lang gegangen. Was liegt denn hier rum? Bitte Verband. Huh? Ohne Witz, ich brauche erstmal Stoff. Muss kurz mal gucken. Galt das jetzt schon? Das galt wirklich als Bärenbegegnung. Ich brauche mehr Verband, ey. Die nächste Begegnung überlebe ich nicht. Der macht schon gut Schaden. Der sollte doch eigentlich abhauen. Warum rennt der so komisch, sodass ich ihm... Und vor allem, warum kann ich ihm nie irgendwie begegnen? Also der Jagdstand wäre ja ideal, wisst ihr? Wenn der Bär zum Jagdstand kommen würde, das wäre mir tausendmal lieber. So, meine Lebenspunkte sagen mir definitiv, dass es gerade nicht so geil ist, das, was ich jetzt so tue. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo noch einen Verband herbekomme. Ah, fuck, ich muss ja hier lang. Eigentlich würde ich die Verfolgung direkt gerne noch weiter aufnehmen, aber... ihm direkt zwischen die Augen schießen, wisst ihr, auf jeden Fall. Klappt ja super. Toll. So ein Scheiß. Ich habe ja keine... Möglichkeit, einen Verband zu bekommen. Und ich möchte Jeremiah nicht bestehlen. Also müssen wir woanders hin. Wir müssen zum Lagerbüro. Einzige Gelegenheit, das jetzt hier irgendwie hinzubekommen. Ich hoffe jetzt echt, dass der mir jetzt hier nicht sofort spontan nochmal irgendwie um den Weg läuft. Weil ich glaube, die nächste Begegnung könnte uns wirklich in lebensbedrohliche Situationen versetzen. Hätte doch alles bei Jeremiah lagern sollen. Was ist denn das? Hä? Das ist eine Höhle, in die ich nicht rein kann. Und ich weiß, dass das nicht der richtige Weg ist. Das ist mir gerade völlig egal. Ohne einen weiteren Verband bluten wir aus. Sobald er uns nochmal angeht. Und ich sehe gerade eben einfach keine Möglichkeit, ihm nochmal eine draufzubrennen. Also, ohne selber nochmal eine zu kassieren. Das ist ja das Problem. Ich renne lieber noch mal ein bisschen. Das ist der Geier, wo der auftaucht, der Bär. Er ist ja sogar grob in die Richtung gelaufen, wo ich jetzt hingehe. Er könnte theoretisch irgendwo da drüben rumlaufen. Hab wenig Interesse daran, dem jetzt sofort zu begegnen. Wie gesagt, mir wäre ein Hochstand lieber.
Und der rennt halt wirklich sofort mega aggressiv an, ne? Also der Plan von Jeremiah ist auch nicht unbedingt gut durchdacht. Und Mackenzie fällt natürlich volle Kanone drauf rein. Boah, das hätte man schlauer anstellen können. So mit, geht zum Hochstand, verletzt sich erst dort die Hand. Baut da vielleicht auch schon mal so ein bisschen so eine kleine Feuerfallenschneise auf oder so, ne? Ihr versteht schon. Ich meine halt so richtig mit, dass man ihn irgendwie in die Ecke treiben kann und dann halt mehrfach auf ihn schießen, bis er halt down geht. Oder man klettert irgendwie auf den Baum hoch. Will, gerade du solltest wissen, wie geil es ist, von oben runter zu gucken. Und ich habe so das Gefühl, dass der Bär dem alten Jeremiah schon die Hälfte des Gehirns weggekaut hat, bevor wir ihn gerettet haben, ey. Der Alte ist doch nicht ganz knusper. So, ich bin mal gespannt, wenn wir dann dorthin wieder zurückkehren werden. Ich weiß bloß nicht, wie gesagt, wie ich das machen soll. Also, ich habe keinen Bock, deswegen jetzt hier zu krepieren. Eigentlich sollten wir jetzt erstmal nochmal ganz, ganz kurz 2, 3 Runden uns hinlegen. Mein Frieren tun wir sowieso jetzt schon wie ein Schneider. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, die zweite Attacke, die war eigentlich vom Spiel her jetzt nicht unbedingt so vorgesehen. Ich frage mich echt, ob ich nach dem ersten Schuss wieder ins Haus hätte reinrennen können. Einfach sofort umdrehen und wieder rein. Frage ich mich gerade wirklich. Toll. Wir haben ein Erfrierungsrisiko. Allein deswegen will ich nicht mehr hier draußen rumlaufen gerade eben. Irgendwie muss irgendetwas ganz, ganz nass geworden sein oder irgendwie anders beschädigt worden sein. Also auf jeden Fall, wir müssen uns erstmal trocknen. Wir haben Klamotten am Leib, die sind offensichtlich tiefgefroren. Beeilen wir uns. Und ein Wolf ist jetzt auch schon sehr gefährlich für uns. Im jetzigen Zustand. Übrigens, was Witziges, wir haben diese eine Notiz gefunden, dass sie die Flagge wegmachen sollen, ne? Die Flagge wurde nie weggemacht hier vom Lagerbüro. Das nur mal so nebenbei. Weit sind die nicht gekommen. Boah, Halleluja, wir sind drin. So, wie schlimm ist es denn? Was? Habe ich die verloren? Scheinbar habe ich... Krass. Das finde ich krass. Die Cargohose werde ich kaputt machen. Habe ich irgendwo noch eine Mütze da drin? Ich habe noch Verbände. Perfekt. Oh, ist echt keine Erfrierung am Schädel, ey. Nee, warte mal, ich habe doch da irgendwo mal eine Mütze noch irgendwo hingelegt. Da. Das ist sogar noch Wills Mütze. Hauptsache irgendwas, ne? Boah, ey, das Ding hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Nach dem zweiten Bärenangriff. Ja, die ist endgültig kaputt gegangen. Das ist das Problem. Scheiße. Das ist alles end... Boah, fuck, ey. Dieser blöde Bär hat uns alles kaputt gemacht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich ihn ganz wenig mag. Ganz wenig. Eieiei, ab jetzt ist es persönlich. Ich habe mir meine Klamotten kaputt gemacht. Die waren neu. Und sehr modisch.
Nichtsdestotrotz bin ich scheiß nervös. Okay. Ich muss mich trotzdem nochmal ganz, ganz kurz hinhauen. Einfach der Regeneration wegen. Ich hoffe, dass ein paar Lebenspunkte hochgehen. Sonst sind wir tot. Ja, jetzt können wir immer noch mal einen weiteren Bärenangriff überstehen. Wie überladen sind wir denn? Es geht eigentlich. Warte mal, ich tue jetzt mal alles da in die Kiste rein, was ich jetzt gerade eben nicht dringend brauche. Bisher war es immer so, dass wir trotzdem noch zurückkommen konnten. Brauche ich. Brauche ich gerade nicht akut. Brauche ich gerade nicht akut. Ich will halt unter 30 Kilo kommen. So. Ich wette, er steht vor der Tür. Oder auch nicht. Ich wünschte mir, er hätte einen Peilsender. Und wir könnten so piep, piep, piep. Ihr versteht schon. Dass man wenigstens wüsste, wie nah er ist. Bin echt gespannt, ob ich noch hinbekomme, den einmal in die Flucht zu schlagen durch einen Schuss. Das ist auf jeden Fall von den Temperaturen her ist gerade eben wieder einigermaßen gediegen. Da unten ist die alte Hütte. Und dort in der Nähe war es ja dann auch. Und ja, ich bin scheiß nervös. Es gibt halt einfach nichts, wo ich mich verstecken könnte, ne? Der Bär ist halt echt schnell wie so ein Zug. Der kommt halt wirklich, der rollt über dich rüber. Er hat es wunderschön beschrieben, Jeremiah. Wie so ein... Das ist im Grunde angefahren. Sein Berg von Muskeln, Hass und Wut. Na toll, ein Wolf. Dem will ich nichts zu tun haben gerade eben. Bin mit meinem Bär voll ausgelastet. Das Problem ist halt, glaube ich, es bringt auch nichts mehr, Kugeln in den Bär reinzupumpen. Ich glaube, das sind wirklich die Bärenbegegnungen, die man überstehen muss. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das auf diese Art und Weise lösen kann. Erinnert ein bisschen an die Bärenherausforderung, ne? Gejagt. Man merkt, dass denen damals die Idee damit gekommen ist, dass sie das auf jeden Fall einbauen sollten. Ich frage mich, was zuerst da war. Die Idee für die Storyline, dass es dann so eine eigene Herausforderung wurde. Oder ob sie erst die Idee für die Herausforderung hatten und dass sie dann das in die Storyline eingebaut haben. Das frage ich mich gerade. So. Jetzt wieder Max Last Stand. Und wir müssen darüber. Ach, jetzt sind Häschen da. Wie süß. Sogar mehr als Häschen. Dinge, die ich aber gerade überhaupt nicht brauche. Ich brauche im Grunde einen sicheren Ort, wo ich mich vor dem Bär verstecken kann, nachdem ich mir aufs Fell gebrannt habe.
Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich ihn jetzt mal beim See stellen kann, dass ich da diesen Hochstand... Das ist so ein Ort, da würde ich hingehen. Da würde ich hingehen. Und sonst nirgends.